Bei der Voestalpine werden Unmengen von Stahl produziert. Das bedeutet für uns, dass wir sehr effizient und flexibel arbeiten müssen. Mein Name ist Karl Probst und ich leite in der Voestalpine den Bereich Brahmenbearbeitung. In der Brahmenwirtschaft ist es so, dass wir so sehr manuell vor 2-3 Jahren noch unterwegs waren und erst durch die Einführung der Digitalisierung und durch die Vernetzung der Daten hat sich bei uns das Arbeitsumfeld extrem geändert. Früher sind die Brahmen mit einem Waggon also angekommen, aus den Zettelkosten sind Papiere rausgenommen worden, die Zettel haben müssen kontrolliert werden, Daten haben müssen in Listen übertragen werden. Alles war also unter Zeitdruck, weil wir permanent Platzmangel gehabt haben. Ja, jetzt geht das Ganze natürlich einfacher. Wenn die Brahmen bei uns also ankommen, kennen wir alles, wir wissen allen, wir brauchen die Daten nur mehr noch kontrollieren. Mit dem Tablet wird die Erkennung der Daten gemacht, das geht in Bruchteilen von Sekunden. So schnell wie das Material reinkommt auf den Platz, so schnell geht es wieder raus. Durch die Digitalisierung in unserem Bereich haben sich die ganzen Arbeitsabläufe geändert. Das ist jetzt bei uns gefragt, dass also die Mitarbeiter jetzt also nicht mehr also manuell arbeiten, sondern besser organisieren können, sich um mehr Logistik kümmern und also um die Arbeitsabläufe umschauen. Und in den nächsten Jahren werden wir sehen, was das noch alles bringt. Unsere Mitarbeiter sind alle sehr offen für das und fordern uns auch dementsprechend, dass wir so weiterdenken und sagen, wie könnte das Ganze also noch weitergehen, wie kann man das noch weiterentwickeln. Es ist prinzipiell so, dass die Arbeit leichter, effizienter und fehlerfrei geworden ist.